Wir wissen jetzt aber, der Hai verträgt richtig viel. Also der hat halt locker mal 200 Hitpoints wahrscheinlich. Dave, dieses riesige blaue Loch sieht deutlich gefährlicher aus als jeder andere Ort. Pass immer auf dein Sauerstofflevel auf und benutze die Fluchtkapsel, wenn du in Gefahr bist. Ja, wenn ich... Klugscheißer. Wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich das alles gemacht. Ja, quatsch mich nicht voll. Das war ja schon ein bewusstes Risiko, was ich eingegangen bin. Blaukopf-Torpedobarsch. Ja, ich weiß, warum er so heißt. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Zäpfchen. Na, dann gucken wir mal, was uns jetzt so begegnet. Vielleicht finden wir unseren Hai, den wir tatsächlich brauchen, wieder. Das finde ich auch okay. Oh, mehr Kurkuma. Wenn ich es denn mitnehmen darf, danke. Da glitzert irgendwas. Will ich da hin? Weiß ich nicht. Das ist einfach keine gute Idee, oder? Das mit der Standardharpune zu machen. Hast du. Alter, keine Chance. Okay. That took a while. Gut, da ist eine Fluchtkapsel und eine Muschel. Hab ich zwar oben auch liegen lassen, aber nehmen wir mal mit, wiegt ja so gut wie nix. Oh, eine Waffenkiste, hallo. Okay, das rote Scharfschützengewehr. Ein paar aggressive Fische hier an der Seite. Die lassen wir mal da, wo sie sind. Nehmen da unten erstmal den Sauerstoff mit. Okay, das reicht sogar schon. Spannend. Okay, das wäre besser, das Scharfschützengewehr. Das finde ich sehr gut. Wenn wir jetzt noch unseren gewünschten Hai finden, wäre ich sehr happy. Und wenn wir was Questrelevantes finden, wäre ich auch happy. Ah, guck mal. Lass das erst nochmal pusten. Ach Gott, die Stacheln habe ich voll übersehen. Ich war nur so auf die Kiste und das Skelett da fixiert. Beinknochen. Moment, das ist kein Fischskelett, oder? Was shiny aussah, aber oh, da ist noch was. Wie komme ich da hin? Hier oben rüber? Ach, Munition. Nicht, dass wir die gerade brauchen, aber schon mal gut zu wissen. Achso, das sind die Fische. Ja, okay.
Okay, normale Fische sind nach 7 Sekunden. Nein! Digga! Ich dachte, das tausche ich mit der Harpune. Das Scharfschützengewehr würde ich schon gerne behalten. Aha, da ist die dritte und hoffentlich letzte Kiste. Da ist noch mal Sauerstoff. Was ist das so? Das ist so gedöns, okay. Was ist das denn? Olivenöl. Klar, was man unter Wasser so findet. Okay, da ist wieder das Vieh. Aber eigentlich suchen wir den anderen Hai. Der war... Also wenn die grob an der gleichen Stelle sind, dann müsste der hier eigentlich weiter rechts irgendwo sein. Wenn der hier wieder spawnt. Da oben ist auf jeden Fall noch irgendwas, was shiny ist. Bombenfalle mit Sensor. Das ist die Munitionskiste, okay. War der so tief? Der war weiter oben. Aber auftauchen kann ich ja auf jeden Fall. Ah, wobei, wenn da Munition ist, können wir halt safe den Kollegen einmal erschießen. Und dann nehmen wir einfach die Munitionskiste mit. Zwar für einen Schuss jetzt ein bisschen Verschwendung, aber... drum. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf welcher Tiefe der Hai war. Ich würde sagen, so um die 50 oder so. So irgendwo hier in der Ecke. Und finden wir... den Spot noch wieder, wo wir die Bomben einsetzen können. Ah, das ist aber nicht der richtige Hai. Doch, das ist der richtige Hai. Schade, dass da ein anderer aggressiver Fisch in der Nähe ist. Nice, 3 Sniper-Schüsse haben ihn total gekillt. Sweet. Hoffe ich nur, dass das andere Ding uns in Ruhe lässt. Dann würde ich sogar fast auftauchen, oder? Oh, wobei, da ist noch Munition. Aber wir sind halt total überladen. Ich würde trotzdem noch die Qualle mitnehmen. So, wenn wir schon mal hier sind und da unten das Taxi bereitstehen haben. Das nämlich endlich abschließen. Gut, damit sollten wir eine Drohne entsenden können. Boah, das sieht ganz schön erledigt aus. Ja, die Meeresströmungen haben mich ein bisschen durch den Mangel genommen. Verstehe. Es wird ein bisschen dauern, bis die Drohne repariert ist und eingesetzt werden kann. Bitte warte eine Weile. Es sollte bis morgen früh erledigt sein. Bis dahin kannst du ja deinen Geschäften nachgehen. Klar. Oh, Salz. Okay. 500 Gold. Nice. Und wir können das Scharfschützengewehr jetzt einfach selber craften. Großer Fan davon. Habe ich die benötigten Teile dafür?
habe ich nicht. Brauche ein Eisenerz. Okay. Können wir das Ding dann eigentlich auch aufwerten? Also ein größeres Magazin wäre halt geil. So. Hä? Hatten wir den vorher nicht schon? Hätte ich schwören können. Aber offenbar nicht. Ist der Hai hier gar nicht gelistet? Oder ist das der? Ah. Hallo? Die Qualle ist halt voll das Riesenvieh und er ist halt so, ja, bin ja halt so kleiner Hai. Nun gut. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall das Heilkopf-Dingsi auf die Karte setzen. Weil das wichtig ist. Außerdem veredeln wir das. Okay. Natürlich. Liebe alles daran. So, du gehst auch gleich auf die Karte. Wenn wir den Hai schon mal da haben. Nee, beenden. Dich würde ich gerne veredeln. Ich muss mir eigentlich den Song nochmal auf einen USB-Stick ziehen. Ich möchte ihn nachher total im Auto hören. Ist schon, also stelle ich mir sehr chillig zum Autofahren vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben jetzt noch ein Minute. Oh Gott, wird einfach alles total ausrasten, oder? Oh, wir können auch noch forschen. Alles klar, let's go. Okay. Feier ich. Alter, das sind aber auch fette Sachen. Ich glaube, wir brauchen einfach schon 125 Geschmack an einem Gericht. Okay, mal auf den Laden. Wie viel Vorproduktion habe ich noch? Beziehungsweise, wann kommt das Spiel auf YouTube? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade wirklich noch nicht. Also Vorproduktion habe ich... Es geht so. Also ich habe eigentlich nur noch Pre-Production, was Wizard's Wheel angeht. Ansonsten nichts mehr. Also Wizard's Wheel startet, glaube ich, auf YouTube. So ekelhaft wie immer. Schon der Anblick verdirbt mir den Appetit. Aber versprochen ist versprochen. Rechtest du mal für Herbst, Winter damit, dass es auf YouTube... Nee, also spätestens nächsten Monat. Aber, also ich... Ich habe ja dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Also ich schätze mal,
auf YouTube so in, ich weiß nicht, kommt auch ein bisschen drauf an, wie ich, also ich schätze mal so zum Monatswechsel. So in 2 Wochen ungefähr. Das ist, glaube ich, realistisch. Schmeckt es dir? Ja, sehr lecker. Ich schmecke das Fett des weißspitzen Riffhais im Innern des knusprig gerösteten Kopfes. Aber es ist nicht ranzig oder so. Ist das etwa Ingwer? Der Ingwer mischt sich gut mit dem starken Aroma des Kopfes. Es ist wirklich köstlich. Verzeihung, ich war einfach nur überrascht, wie gut es schmeckt. Das Buch der 5 Ringe besagt, dass man stets das Wesen einer Sache erkennen sollte, statt sie nur nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Haie sehen äußerlich vielleicht furchterregend aus, aber sie haben ein dichtes Fleisch und ihre Köpfe schmecken köstlich. Dieser im Stück gegrillte Haikopf repräsentiert perfekt all diese Eigenschaften. Ich muss schon zugeben, sehr gut gemacht. Du hast bestanden, Bancho. Und nun verrate ich dir, warum ich hier bin. Dieses Restaurant braucht mehr Mitarbeiter. Ich kann dir dabei helfen. Oh, schade, wir versklaven nicht das Meeresvolk. Das hätte ich ein bisschen gut gefunden. Was meinst du damit? Willst du hier wirklich alles allein schmeißen, Bancho? Das Restaurant läuft doch jetzt schon auf Maximum. Jetzt klappt vielleicht noch alles, aber wenn mehr Gäste kommen, wirst du es nicht mehr schaffen. Stimmt, ich kann das nicht mehr allein schaffen, aber es ist schwer, gute Leute zu finden. Ich bin Yoshi, die Personalerin. Genau das ist mein Job. Erst einmal sollten wir eine Stellenanzeige veröffentlichen. Okay. Dann kriegen wir Mitarbeiter her. Nice. Stelle Mitarbeiter ein, um die Arbeitsbelastung zu verringern. Mitarbeiter helfen dabei, Speisen im Essbereich zu servieren oder die Essenszubereitung zu beschleunigen. Oh Gott. Kurz ploppen einfach so 5000 Sprechblasen auf mit "Gib mir Essen". Ich würde dir gerne erklären, wie man Personal einstellt. Entschuldigung, ich habe das zufällig schon hauptberuflich gemacht, aber es ist okay, du musst mir das nie erklären. Wenigstens ist das alles pausiert. So, we are hiring. Okay, Stellenausschreibung veröffentlichen, Werbeflyer, kostet nichts. Okay. Gut. Die Ergebnisse der Neuanstellung sind immer am nächsten Tag verfügbar. Morgen werde ich dir mehr erklären. Cool, dann lass mich doch jetzt erstmal sprinten, weil wir sind halt hart spät dran. Was ist das? Oh Gott, das muss nach da hinten. Oh Gott, wir haben überhaupt keine Zeit für all das. Wir schaffen es echt nicht. Es hauen halt safe Leute ab. Ich kann nicht so schnell laufen. Ja. Da ist einer weg, da geht der nächste. Naja, machst du ja nichts. Das war einfach auch eine Frage der Zeit, bis das passiert. Oh Gott. Okay. Dann halt nicht. Wow, cool. Und das schmeiße ich jetzt alles weg? Wow. Das hat richtig gesackt. Das lief halt richtig. Das hätte so viel besser laufen können. Naja, 2,5. Alles klar. Aber wir brauchen halt echt mehr Personal. Also, das ist dann halt auch blöd, dass du die Gerichte der Reihe nach abarbeiten musst. Das macht's halt. Also, es macht halt Sinn. Aber, boah. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach genau darauf angelegt. Also, alles gut. Guten Morgen. Leider konnte ich gestern wegen des Symposiums nicht vorbeikommen. Hast du mit Cobra gesprochen? Oh, da fällt mir ein, ich habe Materialien beschafft, da Cobra mir gesagt hat, dass er gestern eine Drohne repariert hat.
Oh, ein bisschen spät dran, was? Ja, dank dir habe ich die Drohne gut reparieren können. Ich habe auch ein paar Vorräte besorgt. Hier sind die Bomben, die du haben wolltest. Außerdem... Oh, danke. Dr. Bacon, werden diese hier genügen? In Ordnung, kehren wir zu dem Felshaufen zurück. Oh, warte. Ich bin noch nicht fertig. Ich fange heute an. Den Cobra-Laden. Der Cobra-Laden ist offiziell eröffnet. Was ist das? Die Lieferungen wurden unterbrochen, aber mit einer funktionierenden Drohne kann ich 3 Arten von Objekten an einem Tag transportieren. Sprich mich an, wähle den Cobra-Laden aus, um eine Liste zu sehen, die sich jeden Tag ändert. Ich kaufe ein paar Sachen auf, die du nicht brauchst. Schau dir auch den Reiterverkaufen an. Ich habe so ein Gefühl, dass du hohe Preise verlangen wirst, aber es ist schön, sich vorbereiten zu können. Haha, ich verlange keine hohen Preise, nur weil ich das einzige Geschäft hier habe, also keine Angst, öfter vorbeizuschauen, ja? Ich habe das Gefühl, dass dir gerade deine Geschäftstaktik rausgerutscht ist. Jedenfalls ist es an der Zeit, zum Felshaufen zurückzukehren, wo das Signal des Seevolks entdeckt wurde. Ist am Ende nur noch am Wasabi gestanden zum Auffüllen? Schauen wir mal. Ah, nur für den Fall, dass es im Inneren etwas gibt, das sich zu dokumentieren lohnt. Wie wär's, wenn du diese Unterwasserkamera mitnimmst? Eine Kamera? Genau, für die Forschung wird es von Bedeutung sein, wichtige Daten mit Fotos zu erfassen. Weil Videokameras noch nicht erfunden sind. Nimm die Kamera mit und ich gebe dir Bescheid, wenn ich den geeigneten Ort gefunden habe, um sie einzusetzen. Bye! Okay. He gone. Oh Gott. Das Telefon rastet aus. Was möchtest du? Nichts. Okay. Also ja, du möchtest mir sagen, dass das Ding neu ist. Cool, danke. Heisushi hat einen männlichen Geschmack. What the fuck? Boah, das sieht schon disgusting aus. Es ist gut, aber ich komme nicht darüber hinweg, wie es aussieht. Auf dem Bild sieht es etwas weniger eklig aus. Also, los geht's. Musik. Können wir jetzt den Soundtrack auswählen? Ah, wir können nicht in den Track reinskippen, okay. Okay. Ja, das war ganz neat, okay. Schön, dass wir das haben. Ich kann jetzt theoretisch Yoshi anrufen, will ich aber nicht. Was ich möchte, ist tauchen. Lungenqualle, ugh. Eine große zylindrische Qualle, die wie ein riesiger Pilz oder eine Glocke geformt ist, besitzt 8 faltenreiche Tentakel. Okay. Tentakelspektakel. Was haben wir denn hier? Basie. Ja, dann. Sag ich nicht nein. Mist, ich hätte mal darauf achten sollen, was wir für das Scharfschützengewehr brauchen. Ah, Eisenerz war es, ne? 3-mal, glaube ich. Ich denke mal so, die Haie und so tauchen halt nur einmal auf, aber das ist gar nicht so unbedingt der Fall. Kann ich von dem Ding wegsprinten? Das lässt mich jetzt total in Ruhe, ne? Ja, okay. Du wirst mich halt nicht in Ruhe lassen. Ist auch okay, das musst du auch nicht.
Ich dich nehme ich einfach weg, inhaliere so. Oh Gott, mehr Kurkuma. Hilfe. Hier. Shell. Ach, will ich das Netz? Nee, eigentlich will ich das Netzding nicht haben. Also es ist an sich cool, aber gerade will ich es eigentlich nicht haben. Das ist diese Qualle, von der wir sprachen. Wow. Gepunktete Wurzelmundqualle. Ich bin nicht überzeugt. Okay. Ist das Eisenerz? Bleierz. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich brauchte, aber okay. Besser als nichts. Okay, wir müssen auf jeden Fall da durch die Strömung durch. Ne, das war knapp. Oh Gott, ihr seid richtig aggro drauf. Vermob euch mit meinem Basie. Bis ihr umfallt. Hoffentlich. Irgendwann nach 50 Hits. Das war anstrengend. Ja, okay, wir müssen was ablegen. Einer davon muss leider weg. Vorerst. Das hat uns ganz schön Sauerstoff gekostet. Kein großer Fan von. Wir sind da. Versuch, eine der Bomben, die Cobra dir gegeben hat, auf dem Felshaufen anzubringen. Ich halte das ja für keine gute Idee, ne? Ich hätte vor allem echt gern mehr Sauerstoff gerade. Alles in Ordnung? Ist nicht ganz leicht, das über Funk mitzubekommen, weißt du? Wir können nicht zulassen, dass du in 1000 Stücke gerissen wirst und dich in Haifischkost verwandelst. Ist überhaupt nicht furchteinflößend, so etwas in einer derart nonchalanten Stimme zu sagen, zu äußern. Gut, bring ein wenig Abstand zwischen dich und die Bombe. Das sollte genug sein. Und los geht's! Schön, jetzt ist der Weg frei. Von drinnen dringt ein schwaches Licht. Geh hinein. Und was ist, wenn da ein Monster oder sowas in der Art auf mich wartet? Das wäre auch eine unglaubliche wissenschaftliche Entdeckung. Eine unglaublich wissenschaftliche Entdeckung wäre auf jeden Fall auch Sauerstoff. Bevor ich da reingehe, wir haben echt nicht mehr so viel. Danach aus. Ja, da können wir uns hochbeamen. Da ist Sauerstoff. Gang, sehr schön. Ich nehme mal die Bombenfallen mit. Nur für den Fall der Fälle. Ein schwaches Licht? Holy shit, das leuchtet wie der Koffer aus Pulp Fiction, Junge. Neue Region. Okay.